Agnes Sitter-Palmer von den Grünen fordert von Sportminister Werner Kogler einen Bericht über Strategie und Schwerpunkte des Sportressorts. Untersportsprecher der SPÖ setzt fort, Maximilian Köllner. Danke, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Sportminister, zunächst begrüße ich, dass endlich wieder mehr Sport möglich ist in Österreich. Das haben wir alle herbeigesehnt. Vielleicht reden Sie dennoch noch mal mit Ihrem Gesundheitsminister, denn gewisse Passagen sorgen nach wie vor in der aktuellen Verordnung für Verwunderung. Ich freue mich aber auch, dass nach einer längeren Pause wieder ein Sportbericht erstellt wird, damit wir alle einen umfassenden Überblick über die Förderungen und Leistungsdaten im österreichischen Sport bekommen. Dennoch, die Kollegin hat es zwar anders gesagt, ist für mich dennoch dieser Antrag ein bisschen ein parteipolitisches Spielchen von ÖVP und Grüne, weil es einen aufrechten Beschluss bereits gibt zur Vorlage eines jährlichen Sportberichts aus dem Jahr 2018. Gut, Hauptsache er kommt. Ein ähnliches Theater hat es aber gegeben, als wir vor wenigen Wochen einen Antrag eingebracht haben, sich als Republik Österreich international dafür einzusetzen, dass die Menschenrechte der Arbeiterinnen und Arbeiter beim Bau der WM-Stadien in Katar nicht mit Füßen getreten werden. Sie erinnern sich, seit der Vergabe der Fußball-WM im Jahr 2014 mussten bereits über 6.500 Menschen durch unwürdige Arbeitsbedingungen auf den Baustellen der Stadien, Hotels und Verkehrsinfrastruktur ihr Leben lassen. Und wir waren uns einig, dass sie da nicht einfach wegsehen dürfen. Aber was haben Sie wieder einmal gemacht, liebe Kolleginnen und Kollegen von ÖVP und Grüne? Unseren Antrag dennoch abgelehnt, um nur wenig später einen gemeinsamen Mehrparteienantrag zu schreiben, der im Grunde genommen auf unserem basiert. Hand aufs Herz, wäre euch ein Zacken aus der Krone gefallen, wenn ihr einfach unserem Antrag zugestimmt hättet? Mir ist wichtig, dass es weitergeht, daher unterstütze ich, genauso wie ich annehme, die Kollegen von den NEOS, diese gemeinsame Initiative selbstverständlich. Aber dieser Stil hat schon ein bisschen was von Kindergarten. Herr Sportminister, wir haben im letzten Ausschuss auch über den MPO-Fonds länger gesprochen und Sie dürften eine sehr gut geführte Sportsektion haben, die Ihnen rechtzeitig den Kopf aus der Schlinge gezogen hat. Wir haben seit Beginn dieser Corona-Pandemie immer wieder darauf hingewiesen, die Sportlerinnen und Sportler in den 15.000 Sportvereinen nicht im Stich zu lassen. Aber der Sport hat als letzter Bereich ein Rettungspaket erhalten. Im Gegensatz zu Kanzler Kurz und Finanzminister Blümel zum Beispiel, haben Sie aber Ihre Fehler eingestanden und waren sehr selbstkritisch, dass es sehr recht lange gedauert hat und das rechne ich Ihnen auch hoch an. Auch die Auszahlung der Hilfen dürfte dann relativ gut funktioniert haben. Das ist auch das Feedback, was ich bekommen habe von den Vereinen und was eben für die Zukunft der gesellschaftlich so relevanten Vereine sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir schon beim Thema Vereinshilfsfonds sind, erlauben Sie mir noch einen Gedanken, der mir besonders am Herzen liegt. Ich nerv Sie sicher schon ein bisschen damit, aber ich sage es trotzdem. Kanzler Kurz hat selbst im Vorjahr zur Bewältigung der Pandemie gesagt, koste es, was es wolle. Wir erinnern uns alle. Wie wir aus der Wirtschaft wissen, war dieser Ausspruch mehr heiße Luft. Aber dieses Credo wäre gut für das Projekt der täglichen Turnstunde. Und da komme ich zu meinem konkreten Vorschlag. Warum nehmen Sie nicht einen allfälligen Rest dieses gut dotierten MPO-Fonds her und investieren dieses Geld sinnvoll in die Zukunft unserer Kinder? Denn eine Investition in die Zukunft unserer Kinder, eine Investition in die Bewegung unserer Kinder, ist ein Investment in unsere Gesellschaft. Tägliche Bewegung macht Kinder nachweislich geistig leistungsfähiger, spart hunderte Millionen Euro an Gesundheitskosten ein und Österreich würde sich gewiss auch als Sportnation mit großen Erfolgen international hervortun. Sie wissen aber selbst genau, dass wir mit den 8 Millionen Euro im Jahr für die täglichen Bewegungsprojekte nicht weit hüpfen werden. Leisten Sie daher bitte bei Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Regierung, insbesondere beim Gesundheitsminister, beim Bildungsminister, Überzeugungsarbeit. Das ist kein Geld, das einfach aus dem Fenster hinausgeworfen wird. Das müssen wir verstehen, das müssen wir auch so sehen. Das ist eine Investition, die sich in einigen Jahren in vielfältiger Form rentieren wird. Und abschließend noch ein Satz, weil es ganz aktuell ist. Ich kann es nicht beurteilen, wie es dazu letztendlich jetzt gekommen ist. Ich wünsche dem designierten Präsidenten des Skiverbandes, den Kollegen Karl Schmidhofer von der ÖVP, dennoch alles Gute für seine neue Aufgabe und vor allem, dass er dazu beiträgt, die besten sportlichen Rahmenbedingungen für große Erfolge der österreichischen Athletinnen und Athletinnen zu schaffen. Macht's bitte was daraus.
Auch Maximilian Kölner von der SPÖ begrüßt die Erstellung eines Sportberichts und erfordert, dass es mehr Mittel für das Projekt der täglichen Turnstunde geben müsse. Der Grundsatz, koste es, was es wolle, müsse auch dafür gelten.